Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben auf einer ganz neuen, frischen Route. Haben hier letztens in der letzten Folge noch ein Voltium gefangen, was übrigens auch in unserem Team ist, wie ihr links sehen könnt. Und am helllichsten Tage können wir hier einen Rettern finden, wie ich sehe. Sehr interessanter Sprite, habe ich so noch nicht gesehen. So, aber das ist natürlich gutes Training für mein Amphi, denn Amphi ist erst Level 6. Und ich hätte gerne ein weiterentwickeltes Amphi, also es ist Voltilam. Hab's halt Amphi genannt. Ich würde gerne, dass es sich weiterentwickelt. Dafür, dass es sich aber erstmal weiterentwickelt, brauchen wir allerdings erstmal ein paar Level-Ups. Die kriegen wir natürlich erst, wenn wir ein paar Pokémon besiegen. Deshalb sind wir hier. Wegen Wickel. Kann ich ausgetauscht? Kann ich flüchten? Nee, wegen Wickel. Ja, komm, spulen wir noch ein bisschen vor. Ihr seht ja, ich bin stark genug. Ich wollte nur switchen, weil das mir zu lange gedauert hätte, aber ich spule halt ein bisschen vor. Ist eigentlich auch okay. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark? Ja, seht ihr nicht links, dass ich diesen einen Orden habe? Seht ihr das nicht? Nils. Ratfatz, denkst du bist stark? Ich weiß gar nicht, wollte ich dann eine Elektroattacke erlernt? Er wollte dann ist der Typ Elektro. Und wird auch so gesehen unser Elektro-Pokémon sein. Also wir werden kein anderes Pokémon mit Elektro, mit Typen Elektro haben. Und auch kein anderes Pokémon mit dem Feuertypen. Okay, jetzt habe ich langsam Angst. Weil er tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist mit seinem Radplatz. Da gebe ich ihm Credit. Weil mein Amphi gerade ein bisschen angeschlagen ist, leider. Aber komm, mein Flamesack, aka mein Igelava, kann da eigentlich nicht sterben. Aber Glut, das Ding ist weg. Hab ich recht? Gut. Ja, ist natürlich kein Problem hier. Und dann kriegen wir schon mal ein Level Up. Das ist doch schön schnieke. Und jetzt haben wir noch ein Zubat. Da wechsle ich immer. Denn im Spiel ist es noch so, dass in den neuen Spielen ist es ja so, dass alle Pokémon gleichzeitig ihre Level, ihre Erfahrungspunkte bekommen. Aber hier ist es noch so, dass man immer das Pokémon erstmal einwechseln muss. Und das Pokémon, was gegen das Pokémon, was gleich sterben wird, mal gegen gekämpft hat oder zumindest im Kampf kurz drin war, so wie mein Voltilam, die bekommen alle Erfahrungspunkte am Ende. Heißt, hätte ich jetzt Voltilam nicht vorne gelassen und ich also nicht vorne reingetan, sondern hätte Igelava gelassen, hätte es jetzt keine Erfahrungspunkte bekommen. Es gibt noch ein Item, womit man einem einzigen Pokémon aus dem Team, während das eine vorne ist, noch Erfahrungspunkte geben kann. Aber das kriegen wir noch. Du bist stark. Ich weiß. Ich versuche mit meinen Lieblingen der Beste zu sein. Ich setze nicht auf zähe Pokémon wie die anderen. Ja, du bist anders als die anderen, ne? Ja, aber deine Pokémon sind aber jetzt nicht unbedingt, ja, wie soll ich sagen? Nicht unbedingt gut. So, und von der habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, weil ich habe mal hier in diesem Spiel eine Nuzlocke gemacht. Und die hat mich komplett niedergemacht. Was ist denn los? Warum sitzt du da in der Ecke so voll Depri irgendwie? Aha, ja, du weißt. Wie bitte? Kampf? Ich telefoniere. Oh, okay, aber mach schnell. Okay. Sehr seltsam, eine Picknickerin. Nette. Mit ihrem weiblichen Nidoran. Nidoran ist so irgendwie das einzige Pokémon, was keine Ahnung. So, das ist das einzige, wo man wohl als einfach das Geschlecht im Namen hat. Ich glaube, später haben die ja auch Nidoran geschlechtslos gemacht. Hier ist es ja doppelt gemacht, dass da weiblich steht. Das ist zweimal das weibliche Zeichen. Das haben die dann später irgendwann geändert, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube schon. Dass halt nur der Name sagt, ob welches Geschlecht das ist und nicht, dass dann irgendwie Geschlecht steht. Auf jeden Fall ist männliches Nidoran ganz anders. Also wirklich komplett anders. Manchmal kennt man das an den Sprites nicht, aber ich glaube, in dem Spiel kennt man das schon relativ gut. Level 8. Immerhin. Soweit ich weiß, entwickelt sich Voltilam auf Level 15, falls ich mich nicht irre. Nimm es leicht, das ist gemein. Was? Okay. Ich hatte einen netten Plausch. Ah, du bist ein starker Gegner. Willst du mir ja deine Telefonnummer geben? Nö.
dir will ich doch nicht befreundet sein. So ein Noob. Habe ich mit dir schon nochmal geredet danach? Von dem Kampf? Ah, habe ich. Gut. Ja, ich versuche immer mit den Leuten noch einmal zu reden. Denn wir wollen ja schön alles zeigen. Oh, da wollte ich das Item haben, aber da kommt erstmal ein Voltilam, um zu sagen. Und mein Voltilam sagt dazu. Ja, und dazu kommt dann nichts. Oh, ein Trank. Ja, der kann ich gut gebrauchen. Falls mein Voltilam gleich sehr schwach sein sollte. Alles klar. Okay, wir können jetzt wieder abbiegen. Normalerweise gehe ich immer nach rechts. Deshalb gehe ich jetzt nochmal nach rechts. Hier gibt es nämlich ganz viele Angler. Du, meine Pokémon frisch gefangen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Angler-Sprites, die Overworld-Angler-Sprites, irgendwie so richtig fette Leute sind. Weil irgendwie ist der halt nicht so fett, wie man sehen kann. Er ist halt einfach ein ganz normaler Angler, so. Und auf dem zweiten ist er einfach richtig fett. Ja, wow, das ist halt so ein richtiges, das ist halt so ein Pokémon, wo ich richtig gut eine Elektro-Attacke benutzen hätte können. Aber ich habe halt noch keine. Und ich mache kaum Damage. Ich werde es bereuen, aber ich tue mein Feuer-Pokémon rein gegen ein Wasser-Pokémon. Einfach weil ich weiß, dass ich viel mehr Damage machen werde. Nice. Seine Hypnose trifft nicht. Oh ja, ich mach mehr Damage. Und da ist es auch schon. Blubber. Autsch. Oh. Warum mache ich mir überhaupt Sorgen? Lol. Und da. Nein, ich wollte switchen. Oh. Jetzt kostet mich das eine weitere Runde. Ich habe auch so den B gedrückt, weil ich das skippen wollte. Komm, spul ein bisschen vor. Ich weiß auch nicht warum, aber aus irgendeinem Grund macht mein Emulator irgendwie sehr schnell vorspulen. Das macht er sonst irgendwie nie. Hm. Komm, zack. Und gewonnen. Level 9! Yes, Donnerschock, endlich! Dankeschön. Danke, danke, danke. Platscher! Frisch gefangene Pokémon können gut trainierten nicht Patrouli bieten. Okay. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Ach, wegen mir, ne? Wegen mir! Immer auf die 10-Jährigen gehen, ne? Ist klar. So, mein Freund, das kriegst du zurück, Albrecht. Mit deinem Carpador. Wie es mich anguckt. Was ist das für ein Sprite? Also habe ich noch nie gesehen. Oh nein, Platscher! Oh mein Gott! Leute, echter Fun Fact jetzt. 100% real. Carpador existiert nur wegen Arceus. Oh mein Gott. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott, voll real, Alter. Das ist eigentlich einfach nur frisches Futter. Ja gut, obwohl Carpador besteht ja aus... Es besteht ja eigentlich nur aus Gräten, deshalb würde ich es eigentlich eher nicht essen. Da esse ich doch lieber ein Barsch war oder... Weiß ich nicht. Gute Frage, was Pokémon kann man denn so essen? Also Carpador auf jeden Fall nicht. Der besteht nur aus Gräten und das, glaube ich, will niemand. Wirklich. In den Mund nehmen. Ja. Warum mache ich das immer, dass ich das selbst dann gesagt habe? Ja. Und, ach, kein Level Up. Ah, dann noch eins. Na komm. Nein, ich wechsle einfach schnell. Zack, und das war's. Komm, Level Up. Level Up. Yes, Level 10. Vielleicht kriegen wir in dieser Folge noch einen Vati. Das hier nämlich die Weiterwege von Voltilam Vati. Platsch. Geduld. Die Voraussetzung für das Angeln und für Pokémon ist dieselbe. Ah ja. Oh oh. Ich bin ein guter Angler, aber ein noch besserer Trainer. Ja? Bezweifle ich ja. Okay. Lass uns mal sehen, was du hast, Angelo. Du hast ein Gold. Und das Sprite ist aber cool, ist so schön pink. Goldini, Goldini. Goldini, Weltwitch. Der. Oh nein, Superschall. Oh oh, da sind wir verwirrt. Wir sehen nur noch Küken auf unserem Kopf. Und. Ah, können aber angreifen. Oh, One-Hit! Volltreffer. Ich glaube, es war wegen dem Volltreffer, der One-Hit. Nice! Level 11! Ey, ich glaube wirklich, sollte noch zu Vati entwickeln können. Das ist ja episch. Ich wollte die Sache beschleunigen. Ja, ja.
Angeln ist eine Leidenschaft für das ganze Leben. Pokémon sind Freunde fürs Leben. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Nein. Als ob ich irgendwie von diesen Lappen eine Telefonnummer gebe. Irgendwann wird es doch passieren. Immer demnächst mache ich nochmal oder sowas, aber jetzt nicht. So, die gucken uns hier nochmal kurz um. Wollen nämlich alles zeigen? Dieser Blick, wie faszinierend. Hey. You're right, bro? You're right, Erwin? Was hast du denn so? Nidoran, männlich. Ja, das männliche ist pink und das weibliche ist blau. Don't question it. Just accept it. Aber eigentlich kann das Ding nichts. Wenn es sich weiterentwickelt hat zu Nidorino oder zu Nidorina, dann können sie was. Und besonders bedrohlich an der letzten Entwicklung mit dem Mondstein. Oh, fast Level Up. Das ist krass. Wie viele Erfahrungspunkte wir irgendwie heute bekommen. Das ist enttäuschend. Ich weiß, dass ich gerade meinen Flametekin überhaupt nicht level, aber ist mir gerade auch ziemlich egal, muss ich sagen. Okay. Ich habe gerade ziemlich viel Glück mit den wilden Encountern. Gar nichts mehr. Und ein Superball. Nice. Wir haben bestimmt nochmal gebraucht, als ob kein einziges wildes Pokémon kam. Was? Haben wir gegen ihn schon gekämpft? Nein, wir nicht. Okay. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Okay. Dann sag mal ja, was hast du denn so gefunden? Mein kleiner Teenager Aina. Ich nie gehört den Namen Aina. Heißt einer von euch Aina? Ich glaube nicht. Grüß auf jeden Fall. Ein Felino! Der kleine Türknaller hier. Ist tatsächlich ein cooles Pokémon. Not gonna lie. Ach so! Oh, bin ich blöd, der ist noch Boden. Ach, der ist Typ Boden. Ich kann keine Elektro-Attacke einsetzen. Ja, komm, dann switch raus. Das macht keinen Sinn. Warum mache ich das? Das macht noch weniger Sinn. Alter, wie viel Damage er gemacht hat. Heilige Kacke. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Gott, das macht echt viel Damage. Aber es ist down. Und Level 12 für Amphi. Und... Oh. Schade. Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Im Gras findest du viele Dinge. Okay, im Gras finde ich viele Dinge, was er mir damit sagen will. Oh, hi. Wie möchtest du die schmackhafte, gehaltvolle Phlegmon-Route zubereitet haben? Für dich jetzt nur 1 Million Poké-Dollar. Möchtest du sie? Ja. Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Hey, komm, geht's her. Ja. Möchtest du nicht? Dann mach dich vom Acker. Ich habe immer auf B gedrückt. Sondern ich glaube montags. Oh. Oder das war nur im Remake so. Auf jeden Fall gibt es zumindest im Remake tagesbedingte Events, dass man hier so besondere Items bekommen kann. Aber anscheinend war es im Remake einfach nur einmalig und dann war es das. Ja, okay. Habe ich nichts gegen. Habe ich zumindest mal gezeigt. Und diesen Pokémon Center einfach mittendrin, ohne dass sie in Winterstadt sind. Okay. Das ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen? Wie steht es mit dir? Hättest du gerne eine Angel von mir? Nee. Na, das ist aber ziemlich mager. Ja, dann... Okay. Dann sag ich halt ja. Hey, das höre ich wirklich gerne. Jetzt bist du auch ein Angler. Cool, wir haben einen Angler bekommen. Angeln ist toll. Probiere überall Wasser deine Angel aus. Sei es am Meer oder an einem Fluss. Okay, danke. Was soll mein Pokémon tragen? Vielleicht ein Item, das seinen Angriffswert verstärkt? Weiß ich nicht. Musst du für dich selbst entscheiden. Ich denke auch, unser Ei wird sich demnächst mal bemerkbar machen. Da würde ich sagen, es wird bald schlüpfen. Dauert nicht mehr lange, denke ich mal. Auch wenn es in diesem Spiel noch ein bisschen lange dauert, in Gen 2, aber es wird bestimmt nicht mehr so lange dauern jetzt. Angeln. Ich könnte zurückgehen. Ja komm, ich zeige euch mal, wie das Angeln funktioniert. Also wir stellen uns einfach neben ein Wasserfeld. Und was wir machen, ist, wir gehen unsere Basis-Items und gehen auf Angeln und okay. Man kann auch auf Wahl gehen, dann jedes Mal, wenn man Select drückt, dann wird dieses Item sofort aktiviert.
aber das benutze ich immer für ein anderes Item, was wir später noch bekommen in den Display. So, gehe ich mal auf okay und dann, wenn... Oh, nichts angeknabbert, schade. Aber das ist normalerweise so, wenn da was anknabbern wird, dann ist so ein Ausrufezeichen über uns. Jetzt muss man A drücken und dann, wow, da hat etwas angebissen. Und dann kriegt man größtenteils, ja, Carpador. Ja, mit der ganz normalen Angel kriegt man wirklich fast nur Carpador. Man kann auch andere Pokémon bekommen, aber größtenteils kriegt man halt wirklich nur Carpador. Also lohnt sich nicht, mit der normalen Angel irgendwas anzufangen. Außer du willst einen Garados ganz am Anfang gespielt haben. Ich meine, hey, der Carpador entwickelt sich ab Level 20 schon zu Garados, was echt nicht schlecht ist. Und da ist ein Trainer, okay. War mir jetzt nicht sicher. Dieser Orden, er ist aus Viona City. Du hast Falk besiegt? Ja, ist das so schlimm? Ist das so was Krasses? Oh mein Gott, du hast Falk besiegt. Oh, ein Vogelfänger. Rico! Mit seinen... Oh, Taubsi. Aber... Vögel haben eine Schwäche gegen Elektrizität, deshalb... Alter, nicht gegen Feuer, warum auch immer. Ich dachte mal, die hätten irgendwas gegen Feuer. Aber naja. Ich mag immer die Musik sehr in dem Spiel, muss man sagen. Es gibt so gut wie fast gar keinen Track. Also mir fällt gerade ein einziger ein, der mir überhaupt nicht gefällt im Spiel. Aber ansonsten gefällt mir irgendwie so gut wie jeder. Manche mehr als andere natürlich, aber trotzdem. Soundtrack in dem Spiel ist einfach... Also kann man sich halt wirklich gut anhören, finde ich. Und noch mit zum natürlich. So, und Level 13! Ja, wir werden uns sowas von noch entwickeln, Alter. Das ist vielleicht nicht diese Folge, aber dann sofort Anfang nächste Folge. Ich kenne meine Schwächen. Okay. Ich sollte in der Arena von Viola City weiter trainieren. Ah ja. Oh, Höhle. Ach, stimmt. Oh, ich erinnere mich. Einheitstunnel geradeaus. Ja, wir brauchen eigentlich Blitz, aber ich kenne den Ort auswendig. Deshalb brauche ich keinen Blitz. Oh. Oh, das war gar nicht die Höhle mit Blitz. Warte, warum kriegt man dann Blitz? Für die andere Höhle am Anfang? Nach Rosalia City? Die eine Höhle da zwischen Rosalia City und Viola City? Oder warum kriegt man Blitz? Wenn man zu viel nicht braucht. Was gibt's denn hier so unter anderem? Warte mal, gibt's Radfratz in der Höhle? Okay. Ja, bye bye. Danke für die kostenlosen Erfahrungspunkte. Dün, 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 oh oh. Was gibt's noch so? Oh. Hey, kann man Onyx fangen? Warum kann man das dann am Anfang des Spiels direkt traden? Okay, das da stimme ich jetzt nicht wirklich zum Spiel. Aber wir können natürlich nichts gegen Gestein-Pokémon anfangen. Gegen die können wir nichts machen, leider. Dafür bräuchten wir ein Wasser-Pokémon oder halt irgendwas anderes Effektives, aber haben wir einfach nicht. Und dann wir kämpfen. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier jemanden zu treffen. Tja. Doch, hier bin ich. Hi. Du Wanderer Karel mit deinem... Oh nein. Wir müssen gegen Onyx kämpfen. Ich mach... Ich sollte mir lieber mit... Ich weiß nicht. Das hat keine Wirkung, dachte ich mir schon. Nein, ich wollte nicht flüchten. Ich wollte switchen. Ja, dann muss ich das jetzt wie Gelaba versuchen. Das wird der erste schwere Kampf, glaube ich, hier in dem ganzen Let's Play. Aber wir halt nichts Gutes haben dagegen. Aber Glut sollte okay sein. Halt nicht effektiv, aber... Ja, dachte ich mir. Es war zwar Volltreffer, aber... Höchstens zwei Schläge noch und dann ist er down. Ne? Nice. So, Level 17 für Igelava. Episch, episch. Und das war's. Wow, das ist mir gegeben. Okay. Ich wurde genötigt, eine Fleckmann-Route zu kaufen. Mir tut das arme Pokémon leid. Ja, die armen Fleckmann. Wer schneidet bitte die Routen von Fleckmann ab? Leute, ich kann euch sagen, dieses Mysterium lösen wir in der nächsten Folge. Haut rein, wenn es euch gefallen hat.
würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Teilt gerne das Video, um es all euren Freunden zu zeigen, was für coole Pokémon ich habe. Yeah! Keine Ahnung, was ich laber, aber haut rein und schönen Tag noch. Ciao!